Super waren heute in Völklingen. Jetzt sind beide Trainer da mit ihren Statements. Herr Born, Ihre Sicht zum Spiel bitte. Ja, ich denke, wir haben heute ein 0-0 gesehen der besseren Art. Es war, wie ich finde, ein Spiel auf Augenhöhe über viele Strecken vom Spiel. Wir wollten hier nach Saarbrücken fahren, mutig spielen, selbst auch offensiv anlaufen und Chancen erspielen oder auch Saarbrücken im eigenen Spielaufbau zu Fehlern zwingen. Ich denke, das haben wir erste Halbzeit ganz gut geschafft, haben da auch zwei richtig guten Torchancen, wo wir hier ein 1-0, sogar ein 2-0 machen müssen. Ist uns nicht gelungen und ja, Saarbrücken hat erste Halbzeit, aber auch speziell zweite Halbzeit auch auf unser Tor gespielt, hatten sich Torchancen erarbeitet. Von daher denke ich, unterm Strich das 0-0 geht auch in Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dirk, dein Kommentar bitte. Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich fand es ein extrem schwaches Spiel heute, wo beide Mannschaften erste Halbzeit zwei Möglichkeiten haben, eventuell in Führung zu gehen. Waldorf mit Sicherheit nochmal die klareren, definitiv. Aber zweite Halbzeit, auch mit dem ganzen Ballbesitz, den wir hatten, haben wir es nicht geschafft, eine spielerische Lösung zu finden oder mal eine Aktion zu haben, wo du klar dich durchspielst. Haben es einfach schwer getan, heute vor die Box zu kommen, in die Box zu kommen. Und dementsprechend dann heute gegen einen Gegner, für den es noch um sehr, sehr viel geht, halt nicht geschafft, uns da mal durchzuspielen. Und dann kommt am Ende halt ein 0-0 heraus. Kurz und knapp, fertig. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Dann bitte kurzes Handzeichen, Horst. Ja, Dirk Lautner, Niko Kovac, der hätte sich heute Morgen bestimmt nicht gefreut, wenn er hier Trainer gewesen wäre. Aber wenn so in Vorschauen war, ja weniger über das Spiel zu lesen. Stört das dann in der Vorbereitung oder könnte das völlig ausgeblendet werden, wenn da Spekulationen auftauchen? Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es nimmt keinen Einfluss auf die Vorbereitung. Mit Sicherheit nimmt es Einfluss auf die Vorbereitung und ich glaube, dass es für die Mannschaft heute eine Erleichterung war, die Worte vom Ostermann heute mitzubekommen. Sie hätte es gerne mit einem Sieg heute auf dem Platz umgesetzt, das konnte man spüren nach der Besprechung. Leider haben wir es nicht geschafft, aber ich glaube, dieses Gefühl innerhalb der Mannschaft, diese Erleichterung, dass Klarheit herrscht, die war für mich spürbar und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Spielen dann auch über Ergebnisse dann nochmal zeigen können. Gibt es weitere Fragen? Offenbar nicht. Dann euch eine erfolgreiche Restrückrunde und euch allen ein schönes Wochenende. Danke.